Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über meinen Lesemonat April sprechen. Im April habe ich insgesamt 15 Bücher gelesen. 3 davon waren E-Books und 12 davon waren Printexemplare. Aber wie immer habe ich natürlich auch zwischendurch das ein oder andere Mal als Hörbuch weitergehört. Beim Kochen, beim Putzen, beim Aufräumen, beim Sport etc. Ihr wisst, ich bin ein großer Hörbuch-Fan. Ich höre meine Hörbücher mittlerweile fast alle über Nextory. Es sei denn, es sind eben Audible Originals. Aber eigentlich höre ich 95% meiner Hörbücher über Nextory und ich bin da auch super begeistert von, weil es einfach noch die Option gibt, Unlimited zu hören, was ja bei vielen anderen Anbietern rausgestrichen wurde. Ich kann so viel hören, wie ich möchte und habe keinerlei Begrenzung. Es gibt mittlerweile über 500.000 Hörbücher und auch E-Books zwischenzeitlich. Zum Beispiel habe ich letztens gesehen, dass es We Fell in Love in Oktober zum Beispiel als E-Book gibt und da eier ich ja schon die ganze Zeit mit rum, dachte mir aber, dass ich das vielleicht mal als E-Book testen werde. Ich habe nämlich die signierte Ausgabe von der Inka und möchte da ungern irgendwie was kaputt machen. Ihr wisst, ich bin da ein bisschen balabala. Ja, auf jeden Fall kann ich euch Nextory sehr, 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 sehr ans Herz legen. Ich habe unten in der Infobox wie immer den Link zur Seite für euch, da könnt ihr nämlich anstatt 14 Tage mit meinem Code 30 Tage lang testen. So, das war jetzt genug der Werbung. Jetzt machen wir weiter mit dem Lesemonat. Und ich würde sagen, ich habe hier meinen Stapel neben mir liegen. Ich wollte gerade sagen, meinen Stapel der Schande. Nein, es ist ja eigentlich genau umgekehrt. Es ist ja schön, dass diese ganzen Bücher von meinem Sub verschwunden sind. Aber ich würde sagen, wir starten nicht mit meinem Stapel, sondern mit einem E-Book, das ich gelesen habe. Und zwar war das Lost Secret von Melanie Baumann. Da durfte ich im Blogger-Team sein und durfte da schon vor einer längeren Zeit das Buch testlesen. Dementsprechend musste ich es jetzt zum Release nochmal lesen, beziehungsweise wollte es eben zum Release nochmal lesen, damit ich nochmal frisch in der Materie drin bin und um einfach zu schauen, was sich noch bis zum Release daran geändert hat. Wir begleiten Protagonistin Joanna, ich bin mir bis heute noch nicht sicher, ob sie so oder so ausgesprochen wird. Sie findet in einer Kiste ihrer Mutter alte Briefe und schließt daraus, dass sie Familie in Portugal hat und reist dann dorthin. Ihre Mutter erzählt ihr ebenso gar nichts über ihren Vater und ich denke, jeder Mensch hat so dieses Grundbedürfnis danach zu wissen, wo er herstammt, wer seine Eltern sind, wer seine Familie ist. Ja, dann reist sie nach Portugal und stürzt sich da in ein großes Abenteuer. Sie lernt schon bereits auf dem Flug Menschen kennen, die ihr da auch unter die Arme greifen. Die einen meinen es ein bisschen besser mit ihr, die anderen nicht ganz so gut. Mich persönlich hat es total begeistert, wie viele tolle Schauplätze Melanie da mit eingebaut hat. Also sie hat auch, ihr müsst unbedingt mal auf ihre Seite gehen, sie hat da auch eine Karte zugezeichnet mit den Orten, in denen das Buch spielt. Und das sind halt alles realistische Orte, die es in Lissabon tatsächlich gibt. Und ich finde das immer total spannend, wenn man sowas dann in ein Fantasy-Thrill-Crime-Love-Book packt. Also ich kann tatsächlich auch gar nicht sagen, in welches Genre ich das Buch einsortieren sollte. Es hat Aspekte von Thriller, es hat Aspekte von Crime, es hat Aspekte von Liebesroman, es hat Aspekte von ein bisschen was Übernatürliches, also es ist wirklich ein komplett bunter Mix und am Anfang dachte ich, wie soll das alles zusammenpassen, als sie mir das erzählt hat und mich gefragt hat, ob ich da dabei sein möchte. Aber Leute, es passt wirklich und danach hast du so Lust, nach Lissabon zu fahren und dir die Städte und Orte und alles, was sie in dem Buch erzählt, mit eigenen Augen anzusehen. Die Charaktere sind auch total schön ausgearbeitet, also
die Bösen sind wirklich böse, die Guten sind wirklich gut und jeder hat so seine Ecken und Kanten. Und es ist halt auch einfach ein Self-Publishing-Buch, was mein Self-Publisher-Herz noch mal höher schlagen lässt. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, es euch wirklich mal anzuschauen. Machen wir einfach direkt weiter mit dem zweiten E-Book, das ich gelesen habe. Und das war das Buch Die letzte Seelenwandlerin von der lieben Anera Adams. Da durfte ich ebenfalls im Blogger-Team sein, beziehungsweise allgemein in Aneras Blogger-Team eintreten. Durfte das Buch vorab lesen. Es ist jetzt mittlerweile auch schon erschienen und ich glaube am 24. Juli erscheint dann auch das Printexemplar. Das werde ich jetzt die Tage mal vorbestellen, weil mir das Buch richtig gut gefallen hat. Ich habe damals auch schon bei Die Unbeugsamen Teil des Blogger-Teams sein dürfen oder Teil ihres Teams sein dürfen. Daher kannte ich ihren Schreibstil auch schon. Er ist sehr blumig, würde ich jetzt fast schon sagen. Also sie beschreibt Dinge sehr, sehr explizit. Auch das Setting und die Anordnung in Räumen etc. etc. Das muss man mögen. Ich persönlich mag es in Fantasy sehr. Wenn es jetzt in Richtung New Adult geht, mag ich es nicht so sehr, weil ich da denke, nein, da steht die Liebesgeschichte im Vordergrund. Und bei Fantasy liebe ich es ja, wenn wirklich das Ganze so epische Ausmaße annimmt. Es muss jetzt nicht wie bei Herr der Ringe sein, dass da drei Seiten ein Grashalm beschrieben wird, aber ihr wisst, was ich meine. Aber um was geht es in dem Buch? Wir begleiten Protagonistin Abby, die plötzlich Geister sehen kann. Das hat sie in ihrer Jugend schon mal erlebt, sage ich jetzt mal, und wurde da so ein bisschen als Außenseiter und Freak abgestempelt. Und hat es gerade geschafft, über ihre Kindheit, Jugend etc. hinwegzukommen. Und plötzlich geht der Spuk von vorne los. Das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Und was mich auch total traurig gemacht hat, da kommt einfach wieder mein Mama-Herz raus. Sie lebt bei ihrem Papa, weil ihre Mama sie die Familie verlassen hat. Und das finde ich persönlich immer ganz, ganz schlimm. Ich meine, ich will da nicht immer dieses Schema F, Kastendenken an den Tag legen. Aber ich meine, ich bin selbst Mama und du hast dieses Kind einfach so lange in deinem Bauch und da finde ich es, ohne jetzt irgendjemandem auf die Füße zu treten oder so, finde ich es irgendwie immer ganz schlecht nachvollziehbar für mich, wie man dieses Kind verlassen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ne, ich will da jetzt niemandem mit auf die Füße treten, aber sowas macht immer etwas mit mir und deshalb bin ich da schon so, ja, mit so einem emotionsgeladenen Herz in dieses Buch gestartet. Ihr Papa ist aber ein ganz, ganz lieber, auch wenn er ganz viel arbeitet. Der hat mittlerweile auch einen neuen Partner. Und da fand ich es zum Beispiel super schön, dass das Thema LGBTQ und Diversity da einfach aufgegriffen wurde und gar nicht groß thematisiert wurde. Der hatte halt jetzt einfach einen männlichen Partner. Und das war dann halt einfach so. Also das fand ich richtig schön, dass da jetzt nicht ein Riesenfass aufgemacht wurde. Und genauso sollte es in der heutigen Gesellschaft eigentlich auch sein. An Abbys Seite ist natürlich aber auch ihre beste Freundin Nina. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist mir am Anfang irgendwie auch so ein bisschen sauer aufgestoßen und ist mir so ein bisschen auf den Keks gegangen, weil man so das Gefühl bekommen hat, die waren früher ein Kopf und ein Arsch, also Abby und Nina. Und jetzt kam diese ganze Thematik mit Jungs sind toll in den Raum und plötzlich verändert sich Nina und kleidet sich anders und benimmt sich anders. Da dachte ich schon so, okay, die mögen wir schon mal nicht. Aber es stellt sich halt raus, dass Nina gar nicht so ist, wie sie zu sein scheint. Ich versuche das hier ja immer so spoilerfrei wie möglich zu halten. Ja, das Buch heißt Die letzte Seelenwandlerin. Können wir uns jetzt alle denken, dass Abby die letzte Seelenwandlerin ist? Und ja, eigentlich wäre die Aufgabe ihrer Mutter gewesen, ihr zu erklären, was das ist und was ihre Aufgabe ist. Aber wie gesagt, die Mutter ist abgehauen. Im Nachhinein hat man dann auch festgestellt, dass das andere Gründe hatte als ich verlasse meinen Mann und verlasse mein Kind, um meinen Spaß zu haben, um frei zu sein. Nein, es hatte eine ganz andere Bedeutung und
der neue Freund von Abbys Papa spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Das habe ich tatsächlich auch nicht kommen gesehen, wer er wirklich ist, und das fand ich total faszinierend. Auf jeden Fall soll Abby eben lernen, was ihre Aufgaben als letzte Seelenwandlerin sind. Und dazu hat sie die beiden Brüder Ash und Silver an der Hand. Und wie das eben so ganz oft ist, der eine wird als Good Guy beschrieben, der andere als Bad Guy. Das hat natürlich aber auch jeder andere Facetten, und es ist einfach super schön zu sehen. Und eine Szene ist mir da ganz besonders im Auge geblieben, im Kopf geblieben. Das war in einem Streitgespräch zwischen Ash und Abby, und da hat er sie einfach geschnappt und hat sich mit ihr die Brücke runtergeworfen. Ich meine, er hat Flügel, er kann fliegen, und das sollte vielleicht erwähnt werden. Und ja, da hat einfach Ash mein Herz erobert. Das waren jetzt 2 von 3 E-Books. Vom 3. erzähle ich euch, sobald ich weiter im Stapel vorangeschritten bin. Aber ihr werdet sehen, warum ich das so mache. Starten wir jetzt mit dem obersten Buch, It Happened One Summer von Tessa Bailey. In der Buchreihe geht es um die Bellinger-Schwestern. Hier in Band 1 geht es um Piper. Sie ist ein It-Girl und wird anfangs so beschrieben, als wäre sie wirklich das doofe Blondchen, das nur Champagner schlürfen und auf Partys rumfallen kann und sonst keinerlei Interessen hat. Doch vielleicht noch Instagram-Fotos machen, die total unrealistisch sind und allen zeigen sollen, was für ein tolles Leben sie doch hat. Ja, aber eines Tages eskaliert es etwas und da zieht ihr Stiefpapa die Reißleine und sagt so, nee, ich drehe dir jetzt den Geldhahn zu. Und der sagt, ja, du und deine Schwester habt von eurem Vater in so einem kleinen Küstenort eine Bar hinterlassen bekommen. Da schicke ich euch jetzt, ich glaube, 90 Tage hin. Und da kannst du jetzt mal lernen, was es heißt, Verantwortung zu tragen und wie es ist, zu arbeiten. Oder etwas anderes zu machen, als Champagner zu trinken, mein Geld auszugeben und von Party zu Party zu fallen. Ja, und dort trifft sie dann auch direkt auf Brandon. Er ist Fischer mit Leib und Seele, fährt wirklich Tag für Tag raus aufs Meer, geht fischen und ist halt so das komplette Gegenteil von ihr. Und anfangs dachte ich tatsächlich, Piper und ich, das wird nichts. Die kam so oberflächlich und stumpf rüber, dass ich mir dachte, nee, ich kann ja mit viel handeln, aber mit Dummheit kann ich tatsächlich nicht umgehen. Hab wirklich nichts für dumme Menschen übrig. Das ist so. Und irgendwie ist es, als sie dann in Westport ankommt, jedes Mal doch super witzig und ich muss super oft über sie lachen. Und ich merke auch immer wieder, oder habe auch immer wieder gemerkt, dass sie mich nach und nach doch ein bisschen mehr überzeugen könnte. Brandon fand ich von Anfang an toll. Er ist zwar mürrisch und so ein kleiner Luke von Gilmore Girls, aber er hat das Herz auf dem rechten Fleck und hat halt auch schon viel mitgemacht und dementsprechend verzeiht man ihm die ein oder andere Sache. Was ich allerdings etwas cringy fand, und das liegt wahrscheinlich auch einfach an dem Schreibstil von Tessa Bailey, ich habe da ja auch die Duty and Desire-Reihe gelesen, wenn sie zwischenmenschliche Szenen schreibt, sind die sehr direkt und auch teilweise sehr vulgär geschrieben. Ich meine, ich habe nichts gegen spicy Szenen. Aber Brandon wird das zum Beispiel das ganze Buch über als rauen, netten, aber auch soften Typ dargestellt, der immer versucht, dass alle glücklich sind. Und sobald es irgendwie zwischenmenschlich wird, verwandelt der sich in ein vulgäres, pubertierendes Etwas, also was der da manchmal raushaut, das passt einfach nicht zu seinem Daily-Charakter, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das fand ich dann sehr verstörend. Wie gesagt, ich lese gerne Spicy-Szenen und das gehört auch für mich in den Büchern irgendwo dazu, gerade im New Adult-Bereich. Aber hier war es doch mehr cringe als schön zu lesen. Kommen wir von viel zu vulgär zu super süß. Du irgendwo von Kira Moon ist der, ist die Fortsetzung irgendwo von ihrer Kurzgeschichte aus Because It's True. Wer Because It's True noch nicht kennt, das ist eine
ja, Zusammenfassung von zwei Kurzgeschichten, auch aus dem Hause KISS. Und da hat die Kira eine Kurzgeschichte über Jack und Victoria geschrieben. Eigentlich hauptsächlich über Jack und seine Familienverhältnisse. Und Victoria ist eben seine beste Freundin. Und hier in dem Roman geht es dann um sie, aber Jack spielt halt auch noch eine Rolle. Und weil mir Because It's True schon so gut gefallen hat, zumindest ihre Geschichte, dachte ich mir, das Buch hier musst du auf jeden Fall lesen. Gesagt, getan. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von den beiden. Es geht halt um Victorias Familie, sage ich jetzt mal. Dieses Mal. Sie findet nämlich heraus, dass ihre Eltern gar nicht ihre Eltern sind, dass sie adoptiert wurde und macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Die hat eigentlich angegeben, dass sie nicht kontaktiert oder gefunden werden möchte. Aber, das habe ich ja eben schon gesagt, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, dann will man einfach wissen, wo man herstammt und dementsprechend ja, bricht sie alle Zelte ab und macht sich auf eine einwöchige Reise, um ihre Mutter in Edinburgh zu finden, weil sie da Hinweise zu hat, dass sie dort lebt. Weil ihr das Ganze aber Angst macht, schlägt Jack vor, dass sie so eine kleine Rundreise machen, erstmal noch ein bisschen was von Schottland sehen und dann quasi gegen Ende der Reise sich zu ihrer Mutter aufmachen. Und auf dieser Reise werden sie auch von einem Charakter begleitet, den sie unterwegs aufgabeln, der mich total begeistern konnte als großer Sidekick-Fan. Sie treffen nämlich auf Willow, die schließt sich ihnen für ein, zwei Tage an und die ist einfach total, ja, schön zu lesen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich würde mich auch tatsächlich freuen, weil man von ihr einige Sachen erfahren hat, was in ihrem Leben so passiert, wenn Kira da beschließt, über sie auch noch eine Geschichte zu schreiben. Was man vielleicht auch vorab sagen müsste, in Because It's True haben die beiden sich zum ersten Mal geküsst, obwohl sie eigentlich beste Freunde sind. Und ja, dieser Kuss steht halt jetzt irgendwo hier im Buch so zwischen ihnen. Und eigentlich würde Victoria gerne daran anknüpfen und man hat auch so das Gefühl aus Because It's True, dass Jack das auch gerne würde, aber sie trauen sich halt irgendwie nicht, also reden sie einfach nicht drüber. Und als es dann nochmal beinahe zum Kuss kommt und du denkst, okay, Victoria sagt die ganze Zeit, sie will ihn küssen, sie will ihm nahe sein, bla bla bla, und dann zieht sie die Handbremse. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, also das war jetzt unnötig, da hätte man einfach die zwei knutschen lassen sollen, weil die Reaktion von ihr war nicht authentisch. Wisst ihr, wie ich meine? Es war einfach nur eine erschaffene Situation, um noch mehr Drama reinzubringen. Und ja, dieses künstliche Drama finde ich dann halt auch immer blöd. Die Geschichte ist jetzt kein literarisches Highlight für mich gewesen, aber sie ist sehr emotional, geht ans Herz. Es ist auch eine unfassbar schöne Familiengeschichte. Wenn man also einfach nur was fürs Herz lesen möchte, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Wenn man mehr Action möchte und Drama, noch mehr Drama als jetzt diese eine Szene, dann ja, ist es vielleicht nicht das Richtige. Kommen wir von dem einen ruhigeren Buch zu einem anderen, etwas ruhigeren Buch, also so ein richtiges Wohlfühlbuch kommt jetzt. Und zwar war das A Place to Belong von Lily Lucas. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein großer, großer Fan der Cherry Hill-Reihe bin, genauso wie von der Green Valley-Reihe, die sie zuvor geschrieben hat. Es sind halt beides Reihen mit so einer richtigen Kleinstadt-Idylle. Cherry Hill ist halt so eine kleine Obstfarm. Und ja, es ist einfach so schön. Du kommst dort an und fühlst dich direkt, fühlst dich zu Hause, fühlst dich geborgen. Jeder kennt irgendwie jeden und jeder hilft sich irgendwie. Und das ist richtig, richtig schön. Und ich denke, so ging es auch Maggie. Sie ist Journalistin und findet heraus, dass, auch wieder eine Familiengeschichte, dass quasi der Vater der McCarthy-Schwestern, die die Cherry Hill Farm leiten, auch ihr Vater war, reist dann zu der Farm und lernt ihre Halbschwestern quasi kennen, denn der Vater der McCarthy-Schwestern hat ihre Mutter eine Nacht lang betrogen. Sagen wir es mal einfach so. Und daraus ist eben Maggie entstanden, was er aber nicht wusste. Und was
die Mutter der Schwestern auch nicht wusste. Und wie soll es anders sein? Maggie kommt dort an und sagt ihnen natürlich nicht, wer sie ist, schleicht sich aber in die Herzen der Familie und die Familie schleicht sich in die Herzen, in das Herz von Maggie. Und dann gibt es natürlich, wie soll es anders sein, den großen Knall, als herauskommt, dass Maggie quasi zur Familie gehört. Und da sie Journalistin ist, denkt eben jeder, dass sie die Farm nur ausspionieren möchte, dass sie was Schlechtes im Sinn hat. Und ach ja, es ist einfach so schön zu lesen, weil man einfach das Gefühl hat, dass es realistisch ist. Alles, was Lily Lucas schreibt, könnte genau so passieren. Es gibt da wirklich keinen einzigen Moment, wo ich jemals sagen würde, also das da ist eine total unrealistische Reaktion, das wird niemals so passieren, wie es mir eben in anderen Büchern schon sehr, sehr oft untergekommen ist. Und das ist bei Lily Lucas einfach nicht. Und deshalb feiere ich ihre Bücher einfach so, so sehr. Und Maggie ist eine tolle Charakterin. Und dann gibt es noch einen zweiten Storystrang, den ich aber jetzt nicht näher erläutern möchte, aus Spoilergründen. Ich meine, ich habe zu ihr schon jetzt genug gesagt. Ja, es gibt da noch eine Geschichte mit Flynn. Und die beiden sind einfach total süß zusammen. Also lest dieses Buch und freut euch drauf. Es kommt nämlich auch bald der nächste Band. Dann möchte ich jetzt gerne mit euch in ein Thema eintauchen, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Ich liebe die Thematik. Es geht nämlich um Hexen. Und das hier ist Laura Labers Buch Emerald Witches, Ahnenmond, Band 1 der Reihe. Das ist nämlich auch das zweite E-Book, oder nein, das dritte E-Book, das ich euch eben angeteasert habe. Ich habe nämlich hier Band 1 als Print gelesen. Das habe ich mir damals auf der MagicCon letzten Herbst gekauft. Da war nämlich die Laura vor Ort und hat mir das auch unterschrieben. Und ja, ich sag mal so, es hat mir semi-gut gefallen. Es gab Sachen, die fand ich mega. Es gab Sachen, die fand ich, na, muss nicht sein. Und es gab Sachen, die haben mich richtig hardcore genervt. Dementsprechend bin ich noch unschlüssig, ob ich mir Band 2 kaufen möchte. Dementsprechend habe ich sowohl das E-Book gelesen als auch... Nein, ich habe zuerst das Hörbuch zu Band 2 angemacht. Das konnte ich aber leider nicht hören, weil mich so viele Sachen gestört haben in der Aussprache. Und dann habe ich das E-Book weitergelesen, weil es mich da weniger genervt hat. Aber was hat mich so genervt? Diese ganze koreanische Aussprache, dieses... Ich weiß nicht, wie sie immer gesagt haben. Also sie heißt Hannah und sie haben Hannah Annie und Bobby Annie und ja, das muss man mögen. Es ist auch sehr authentisch, also das muss man eher echt zugute halten. Aber es hat mich so gestresst. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es irgendwo zeigen kann. Da, hier zum Beispiel. Das ist Annie. Das heißt anscheinend sowas wie Freundin, keine Ahnung, es hat irgendwas, es ist so ein Zusatzding wie es eben in Korea so ist. Und was ich auch etwas merkwürdig fand, ich weiß nicht, was da beim Druck los war. Auf der einen Seite ist es total schief und auf der anderen Seite ist es noch schiefer und ist unten, seht ihr das, so kaputt abgedruckt, aber oben ist noch super viel, seht ihr das? Also keine Ahnung, was da los ist. Es hat mich auf jeden Fall während des Lesens gestresst. Und ich hätte gerne hier auch schon nach dem E-Book gegriffen. Aber ja, da hatte ich es eben in der Hand und man muss ja nicht doppelt Geld ausgeben. Aber um was geht's im Allgemeinen? Jetzt habe ich so lange drüber gemeckert, was mich genervt hat und habe euch noch gar nicht erzählt, um was es geht. In der Stadt Seoul gibt es 7 Hexenzirkel. Einer davon ist der Smaragdzirkel, der von ja, Hannahs Familie geleitet wird. Bald steht das große Ahnenmondritual an und da soll ein neuer Zirkel an die Macht kommen und alle setzen ihre Hoffnung in Hannah, weil sie quasi die Auserwählte ist, die als nächstes den Zirkel führen soll und das Ahnenmondritual als, ich sag's mal, Siegerin verlassen soll. Die einzige Bedingung ist eigentlich nur, dass sie keine Berührung von einem Dämon haben darf bis dorthin, weil sie sonst unrein wäre. Und wie soll es anders sein? Natürlich einen Abend, bevor der Ahnenmond aufsteigt,
wird sie von einem Dämon geküsst, den sie eigentlich schon länger kennt, mit dem sie eigentlich befreundet ist. Und man denkt so, Alter, wie dumm kann man sein? Ich meine, sie hat ihre Freundinnen genötigt, dass sie rausgehen, dass sie noch einen Abend Spaß haben will. Und dann gehen sie einem Dämon hinterher, also einem anderen als der, der sie geküsst hat. Sie gehen einem Dämon hinterher und wo ich mir denke, es war doch wohl so klar, dass da was schief geht. Den einen Abend hätte sie ja wohl noch ausharren können und um rein zu bleiben. Ich meine, dass das im Endeffekt egal gewesen wäre, was sie gemacht hätte, lernen wir im Laufe des Buches. Aber in dem Moment saß ich dann auch da, oh Gott, wie dumm kann man sein? Und das ist wieder dieser Punkt, wo ich sage, ich kam mit vielem klar, aber nicht mit Dummheit oder mit dieser Naivität oder diesem sprunghaften, ich mache einfach nur, was ich will und jeder weiß, dass es Käse ist, was ich mache, aber ich mache es trotzdem, Ego-Tour. Das kann ich nicht leiden. Wie soll es auch anders sein, dass das Ahnenmondritual geht schief, aber auch unter anderen Aspekten, denn die Opalhexen drehen total durch und fangen an, alle Leute zu töten und Hannah kann sich natürlich retten und es ist super kompliziert, es kommen noch so viele andere Aspekte rein, aber ich war von diesem naiven Verhalten und egoistischen Verhalten und zusätzlich diesem Annie und Opa und Opi und ich war so genervt irgendwann. Auf jeden Fall habe ich mir dann, nachdem ich das Buch beendet habe, Band 2 geschnappt. Habe gedacht, nee, gib's das Geld jetzt nicht aus, du hörst es einfach nur. Ganz furchtbar. Dieses Hörbuch, ich habe 5 Minuten gehört und habe es einfach gelöscht. Ich habe es einfach aus meiner App gelöscht. Auch Uma und Appa und Jisoo und ach Gott, diese ganze Sprache ist mir so auf den Sack gegangen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wer das mag, wen das nicht stört, für den ist es natürlich bestimmt ein Highlight, weil es total authentisch ist und realistisch ist von der Sprachgebung her. Und irgendwie haben sie auch ständig was gegessen. Also sie hat auch vorher gesagt, dass sie in Seoul war auf Schreibreise und hat sich das alles angeguckt und war auch von dem Essen so begeistert. Man merkt's. Also irgendwie gefühlt in jedem Kapitel wird irgendwas gegessen und da wird auch genau beschrieben, was sie da essen und wie das aussieht und wie das schmeckt. Und ja, also abschließend lässt sich sagen, ich war nach dem Buch genervt und hatte Hunger. Kommen wir von einem Buch, das mich nicht überzeugen konnte, zu einem Buch, das mich sehr, sehr, sehr überzeugen konnte. Ich denke, ich muss da jetzt nicht so viele Worte mehr drüber verlieren. Throne of Glass, Herrscherin über Asche und Zorn, ist der letzte, der 7. und finale Band der Throne of Glass-Reihe. Es geht um Aelin, die als Assassinin ausgebildet wird und sich an die Spitze der Macht kämpft. Es ist, ja, zu Throne of Glass, ich kann da nicht so viel sagen. Ich meine, es gibt vorher 6 Bände plus eine kleine Novelle. Da jetzt drüber zu reden, würde den Rahmen sprengen. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein eigenes Throne of Glass Video, wo ich alles erläutere und meine ganzen Gedanken zu allen Charakteren preisgebe. Und auch meine Favorite Shippings etc. erzähle. Also wenn ich das mal machen soll, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Es ist der finale Band, es ist ein episches Finale und ich habe es geliebt. Wenn ich mehr als 5 Sterne geben könnte, würde ich es geben. Es ist eine unfassbar geniale Reihe, die jeder Fantasy-Fan einmal im Leben gelesen haben muss, meiner Meinung nach. Und weil ich gerade so euphorisch bin, möchte ich euch auch gerne nochmal Clockwork Princess ans Herz legen. Das ist auch der finale Band der Clockwork-Reihe. Es geht um Tessa, die nach England kommt, um ihren Bruder zu besuchen und dann in einer Welt geworfen wird, die sie nicht kennt. Das sind die Schattenjäger. Und ich denke, zum Schattenjäger-Universum muss ich auch gar nicht so viel sagen. Bei den beiden Büchern mache ich es einfach kurz, weil ich bei den anderen doch etwas ausschweifender bin. Es ist eine Reihe, die mir auch sehr, sehr am Herz liegt. Es ist eine meiner Lieblingsreihen, genauso wie jetzt Throne of Glass. Lest sie bitte, bitte, bitte und lasst uns darüber sprechen. Vielleicht mache ich auch mal über die Shadowhunters ein eigenes Video, weil wir gerade da in unserem Shadowhunter-Marathon drin sind. Könnt ihr mir auch gerne mal sagen, ob euch das interessieren würde. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, hat mich zu gleichen Teilen verstört als auch fasziniert. So habe ich mit Lou zusammen The Ravenhood Vlog gelesen, der Reihenauftakt der Ravenhood-Reihe. Und ja, es ist ein sehr verstörendes Buch, es ist aber auch ein sehr faszinierendes Buch.
Warum? Um was geht es? Wir begleiten die 19-jährige Cecilia. Sie soll ein Jahr bei ihrem Vater leben, weil ihre Mutter einen neuen Mann hat und der mag Cecilia anscheinend nicht so. Ihr geht es auch nicht so gut und deshalb sagt Cecilia, okay, ich gehe jetzt für ein Jahr zu meinem Vater. Dafür soll der sich eben finanziell um ihre Mutter kümmern. Und sie fängt an, in der Fabrik ihres Vaters zu arbeiten und lernt dort Sean kennen. Und Sean ist total faszinierend und nimmt sie von Tag 1 an unter seine Fittiche, stellt sie seinen Freunden vor. Die sind halt so eine, also sie kommen rüber wie so eine richtige Bad Boy Gang und sie ist so das einzige Mädchen. Und da gibt es halt noch einen jungen Mann, ich weiß nicht, wie alt ist das, also über 20, aber es gibt einen Mann, der sie auch total fasziniert, der ist total arschig zu ihr und behandelt sie wie den letzten Dreck, aber sie ist total fasziniert von ihm und ja, stellt sich auch manchmal Dinge mit ihm vor, obwohl sie eigentlich so mit Jean anfängt anzubändeln. Und das war für mich schon verstörend, dass sie plötzlich diese Gedanken für beide gehegt hat. Und dann gab es auch eine Szene, die maximal verstörend war, als sie diesen anderen Dominik beim Schlafen beobachtet hat. Da kam sie mir auch etwas cringig vor. Es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass sie mit beiden was anfängt. Und das ist für mich ja auf der einen Seite immer so ein bisschen Red Flag, dieses Untreu-Sein. Aber hier ist es eben so, dass das den Jungs egal ist. Und als sich das so ein bisschen angeteasert hat, dass sie den anderen auch gut fand oder findet, habe ich noch zu Lou gesagt, ich habe das Gefühl und ich habe auch etwas Angst davor, dass das in einem Gangbang endet. Und es ist irgendwie total verstörend, weil die Jungs wirklich, das ist denen wurscht, ob sie mal was mit dem einen, mal was mit dem anderen hat. Und ich denke mir so, ist das in der heutigen Welt so? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu lang aus dem Datingmarkt raus, schon zu lang Single und weiß deshalb nicht, ob das jetzt normal ist oder nicht. Ich glaube es aber nicht. Aber was ist heutzutage schon normal? Von daher, ja, war es irgendwie für mich auch faszinierend, das zu lesen. Aber eben auch, ja, ich lese es und denke mir so im Hinterkopf, cringe. Also ich hatte ein paar cringige Momente in meinem Lesemonat, das muss man diesmal auch dazu sagen. Das Buch ist auch irgendwie so gar nicht aufschlussreich für mich gewesen, um zu sagen, es geht darum und es geht darum, es geht darum. Ich habe wirklich ohne Witz 90, wenn nicht sogar 95% des Buches mich gefragt, soll das jetzt nur darum gehen, dass sie beide Jungs attraktiv und gut findet? Oder ist da auch noch ein höherer Sinn dahinter? Weil die haben alle in kryptischen Rätseln gesprochen und eigentlich so die letzten 10 Seiten. Da hast du mal dann ein bisschen erfahren, was so die Hintergründe des Handelns der Jungs überhaupt ist. Und da bin ich halt jetzt auch mal gespannt, wie Band 2 weitergeht. Also das Buch hat mich nicht genug verstört, dass ich es nicht weiterlesen möchte. Von daher, ja, der zweite Band ist auch gerade erschienen und da muss ich mal fragen, wann wir den denn lesen wollen. Dann konnte ich diesen Monat auch noch ein Highlight in meinem Lesemonat verbuchen und das war für mich Game Show, der Preis der Gier. Ich habe in meinem Blog, in meiner Rezension, habe ich geschrieben, wenn The Hunger Games und die Bestimmung ein Baby bekommen würden, dann wäre es dieses hier. Und das ist tatsächlich nicht negativ gemeint, weil das zwei Buchreihen sind, die ich gerne gelesen habe. Die Bestimmung, ja, war okay, aber Panem war ja für mich ein absolutes Lebenshighlight. Ich liebe diese Reihe und ich bin auch total hyped, wenn jetzt der Panem X quasi verfilmt wird oder wenn das in den Kinos dann anläuft. Aber worum geht es in Game Show? Wir begleiten die 17-jährige Cass. Sie lebt mit ihrem Vater gemeinsam in New London, genau, 2126, also es spielt in der Zukunft auch. Er ist halt als nicht ganz so netter Mensch beschrieben. Er ist, glaube ich, alkoholabhängig und spielsüchtig und möchte quasi auch von ihr, dass sie ihm das Geld gibt. Er hätte da eine ganz sichere Wette und bei denen ist aber so, wenn sie auf ihrer, ich sag mal, auf ihrer Uhr kein Geld mehr haben, dann müssen sie in die niedrigere Klasse auswandern.
in die, ich glaube, rote Zone oder sowas haben sie es genannt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und natürlich verzockt er alles. Aber ja, bestiehlt auch seine Tochter, sodass sie quasi an seiner Stelle auswandern muss oder abgeschoben wird. Und da habe ich echt so einen richtigen Hass in mir gespürt. Das ist ungefähr das gleiche Gefühl wie mit Müttern, die ihre Kinder verlassen. Wo ich mir denke, du willst doch als Elternteil, dass es deinen Kindern gut geht und nimmst doch alles für sie in Kauf. Du gibst dein letztes Hemd, damit es den Kindern besser geht als dir. Und ja, sowas kann ich einfach nicht verstehen. Das Buch ist super schwer. Von daher war ich da schon ein bisschen emotional. Ja, aber es geht in dem Buch auch um so viel mehr. Also diese Spiele werden erklärt, wie sie funktionieren. Es gibt verschiedene Arten von Spielen, sei das ein Labyrinth, sei das jetzt ein Wettlauf, sei das jetzt, einmal wurden sie ins Wasser geworfen und mussten tauchen und mussten da irgendwas erreichen. Und sie hat da auch Hilfe von ein paar Leuten und einer davon ist Jax und den fand ich richtig, richtig cool. Der ist so ein bisschen Bad Boy, aber mit einem guten Herz und das stellt sich auch sehr schnell raus, dass dieses ganze Bad Boy-Getue und ich bin der Underdog nur so ein bisschen Fassade ist. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, die beiden zu beobachten und auch seinen besten Freund zu beobachten. Das ganze Setting, die ganze Thematik hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich muss auch sagen, es endet mit einem ganz, ganz bösen Cliffhanger, deshalb kann ich es gar nicht erwarten, bis endlich Band 2 erscheint. Wenn ihr also ein Fan von Rätseln und Spielen etc. seid und vielleicht auch ein Fan von Panem, dann ist das Buch auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Highlight für euch. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Kommen wir last but not least zu den letzten beiden Büchern. Und zwar war das Meet Me in Maple Creek und Save Me in Maple Creek. Die Bücher habe ich gerade im Doppelpack gelesen. Band 1 habt ihr nämlich bei meinem letzten What I Read Next Video zu meinem Lesemonat quasi dazu gewählt. Ich habe es gelesen, das habe ich vergessen im Video zu erwähnen. Ich habe euren Vorschlag gelesen und habe dann gerade Band 2 natürlich noch im Anschluss nachgeschoben. Ja, es geht um Myra. Sie findet heraus, dass sie einen Zwillingsbruder hat. Nein, das ist ja das Erste. Dass sie einen Zwillingsbruder hat und macht sich auf die Suche nach ihm. Der bringt noch seinen besten Freund mit und eine ganze Menge Probleme, die Maple Creek so noch nicht gesehen hat. Maple Creek ist nämlich auch so eine Kleinstadt und plötzlich gibt es da Leute mit Waffen und Probleme, die man so noch nie in der Stadt hatte. Ich habe eigentlich gedacht, und so wurde es natürlich auch vom Verlag irgendwie so angeteasert, dass sieht total idyllisch aus und herbstlich und cozy. Und so war auch die Marketingstrategie. Jeder, der das Buch gekauft hat, dachte, das ist eine cozy Romance Story. Ja, gar nicht. Also es hat gar nichts mit Romance zu tun, außer dass Myra und Joschka, den Namen finde ich eh schon total Banane, sich verlieben. Und dass ihr Bruder sich auch verliebt. Mehr Romance ist in den Büchern nicht. Und das Ganze drumherum mit dieser Underground-Szene in New York ist es, glaube ich, und dass Joschka quasi der Kopf dieser Szene ist und verschiedene Intrigen in dieser Szene. Ja, das ist eigentlich so das Hauptding und das hat mir auch absolut gar nicht gefallen. Also klar, ich wusste im Vorfeld mittlerweile, dass es nicht das ist, was man gedacht hat. Aber wie gesagt, ich habe die Reihe jetzt gelesen und sie konnte mich halt einfach so gar nicht überzeugen. Und dementsprechend, trotz des wunderschönen Buchschnitts, wird die Reihe jetzt auch bei mir ausziehen und erhält auch keine Leseempfehlung, weil, ja, hat mir einfach nicht gefallen. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, du hast uns doch jetzt nur 14 Bücher gezeigt. Du hast doch gesagt, du hast 15 gelesen. Ja, ich habe noch ein weiteres Buch gelesen, das ich allerdings nicht hier in die Kamera halten möchte, weil ich der Autorin keine Plattform geben möchte. Warum ich es trotzdem gelesen habe, hat den einfachen Hintergrund, dass ich es damals, als ich die Autorin noch mochte, auf meine Wunschliste bei Amazon gepackt habe.
Dann habe ich vor ein paar Wochen bei Instagram gewonnen, ein Buch gewonnen, ein Wunschbuch, und habe der Dame einfach meine Amazon-Wunschliste geschickt. Und sie hat mir genau dieses Buch gekauft und ich dachte dann so, puh, was machst du jetzt damit? Jetzt hast du dieses wirklich 10 von 10 wunderschöne Buch, aber du willst es eigentlich nicht, also diese Autorin eigentlich nicht unterstützen. Ja, ich habe es dann mit ein paar Mädels zusammen trotzdem gelesen und eventuell werde ich es auch behalten, weil es einfach wirklich eine 12 von 10 optisch ist. Aber wie gesagt, ich möchte der Autorin hier keine Plattform bieten, deshalb halte ich es auch nicht in die Kamera und deshalb wird es auch auf Instagram nirgendwo auftauchen. Ich möchte nur für die Statistik sagen, ich habe noch ein 15. Buch gelesen. Und mit diesem Statement verabschiede ich mich auch von euch. Wie gesagt, schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Dort findet ihr den Link zu Next Story. Dort findet ihr auch alle Bücher, die ich euch heute gezeigt habe, abzüglich dieses eine, verlinkt. Da findet ihr den Link zu Amazon und zu Thalia. Und das sind Affiliate-Links. Ich sage es euch gerne noch einmal. Wenn ihr eins der Bücher kaufen möchtet, dann tut das doch bitte gerne über diesen Link. Da kriege ich eine kleine Provision und davon finanziere ich mein Schreiben. Das wird auch jetzt bald relevant, weil ich in den nächsten Tagen nämlich mein neues Buch beenden werde und dann geht's ins Lektorat, Korrektorat, Testlesen etc. und an die Marketingkampagne und da würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mich durch den Kauf der Bücher ein bisschen unterstützen würdet, wollen würdet, wie auch immer. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!